Giuseppina. Sie ist mit ihren Schularbeiten fertig und weiß nicht so recht, was sie heute Nachmittag anfangen soll. Zu Hause ist es so schrecklich langweilig, aber muss man denn zu Hause bleiben? Im Dorf ist Jahrmarkt. Allerdings, für den Jahrmarkt braucht man männlichen Schutz und Vaters Portemonnaie. Schade, Vater hat keine Zeit. Aber Vater bei der Arbeit zuschauen ist kein Ersatz für den Jahrmarkt, meint Giuseppina. An der Tankstelle kann man doch nichts erleben. Da ist ihr Vater aber anderer Meinung. Gerade jetzt im Sommer gibt es hier viel zu sehen. Touristen, Ausländer, neue Gesichter jeden Tag. Ogni giorno ne salta fuori uno che non si era mai visto prima. E tutti hanno bisogno di me, Giuseppe Rossi, perché se la mia consiglia d'aiuto Giuseppina, potrebbero andare avanti. Mach die Augen auf. Schau dir die Leute an. Pensaci. Menschen sind immer interessant. Oh, guarda lì. Non succede mai nulla. Vengo, caro, vengo. Thank you.
È pronto il caffè, signora Rossi? Arriva! Ecco qua. Grazie, buongiorno. Buon viaggio. Ciao, eh. Giuseppina, corri presto. Thank you.
tutto, lascia il nido alla madre e se ne va, creare nuove. Successo. Attento, attento! Aia, aia il cappellino! No. Va, tieni il volante, eh.
Giuseppina, numero 5.
Buongiorno. 20 litri, eh? Grazie. Steht auf dem Tisch. Peppina ist mit sich, Vater und der Welt zufrieden. Aber zum Jahrmarkt will sie trotzdem. Wie morgen. Halt! Da kommt noch ein Kunde. Wie viel Liter will Beppo tanken? Na, wenn der Tank leer ist, dann am besten einmal voll. Mit diesem Kundendienst ist Giuseppina gar nicht einverstanden. Das ist Zeitverschwendung. Beppo kauft doch nicht. Beppo ist doch gerade erst 6 geworden. Tja, Giuseppina, das Geschäft ist nicht immer das Richtigste.